Du willst ihr einfach einen Brief geben? Das, was du machst, ist feige, Henning. Du solltest dich wenigstens persönlich von ihr verabschieden. Du verstehst dich wieder einigermaßen mit Simon, oder? Warum denn nicht? Naja, immerhin habt ihr nach der Trennung kein Wort mehr miteinander geredet. Ja, aber so konnte es nicht weitergehen. Wir kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren. Und wir waren die besten Freunde. Ja, ich weiß. Aber warum soll es nicht einfach wieder so werden? Er kann reinkommen. Es tut mir sehr leid. Herr Fritsch hat gerade angerufen. Ja, und? Was ist mit ihm? Kommt er später, oder? Er kann leider überhaupt nicht kommen. Er sagt, er sei kurzfristig verhindert. Was ist? Marie ist dir zuvor gekommen. Sie hat Düsseldorf verlassen. Deinetwegen. Zeig mal her. Liebe Clarissa, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, aber ich kann nicht länger hier bleiben. Ich werde nicht zulassen, dass Henning sein Leben und seine Zukunft für mich wegwirft. Mach dir bitte keine Sorgen, ich melde mich bald, deine Marie. Wie konnte ich sie nur allein lassen? Merkwürdig. Was? Marie muss offensichtlich von meinen Reiseplänen gewusst haben. Und ich frage mich, woher? Tanja war heute Vormittag hier. Du hast es ihr gesagt. Stimmt's? Kannst du mir das bitte erklären? Das hier kann ins Altpapier. Gut. Du hast aber was verpasst. Nimm ruhig alles. Dann bist du wenigstens ruhig. Wenn du da nicht wieder einen deiner Tobsuchtanfälle bekommst? Hat dich eigentlich irgendjemand um deinen Kommentar gebeten? Eine Folge der zwei Motorentechnik. Hey. Der Fahrkomfort. Daniel würde dich bestimmt nicht ohne guten Grund so versetzen. Das wichtigste Argument. Also ich an deiner Stelle würde ihn einfach mal anrufen. Leg mal zur Abwechslung eine andere Platte auf, Felix. Dass du immer alles viel besser machen würdest, das weiß ich schon längst. Außerdem weiß ich gar nicht, was du hast. Mein Tennislehrer ist nicht gekommen. Na und? Die macht das richtig Spaß, hm? Da kriegt man ja schon beim Zugucken Lust auf was Fruchtiges. Verwöhn mich doch auch mal mit einem deiner Drinks. Gerne. Irgendwas Bestimmtes? Ach, da verlasse ich mich voll und ganz auf dich. Ich hab da schon eine Idee. Hi Simon, ich muss mal gerade in die Küche. Lukas möchte einen ganz bestimmten Cocktail. Was soll das werden, ne? Wie bitte? Wovon redest du? Lass Jule einfach in Ruhe, ja? Wieso? Du weißt genau, was ich meine. Du sollst die Finger von ihr lassen. Hey, was willst du überhaupt von mir? Soweit ich mich erinnern kann, hast du Jule eiskalt den Laufpass gegeben. Jule und ich, wir sind Freunde und du wirst keine Spielchen mit ihr machen. Ach, mir kommen gleich die Tränen. Ich glaube, ich zieh mich dann mal zurück. Warum nicht gleich so? Ja, und ein Fruchtcocktail? Danke, Jule, aber ein andermal. Ich habe oben auf meinem Zimmer was Dringendes vergessen. Och, das ist aber schade. Ja. Was zum Teufel hast du dir bloß dabei gedacht? Ich konnte nicht zusehen, wie ihr beide euch ins Unglück stürzt. Ich dachte, Marie würde dich aufhalten. Dass sie selbst wegläuft, das konnte ich doch nicht ahnen. Ich glaub dir kein Wort. Bitte, Clarissa. Das wäre alles nicht passiert, wenn jemand auf sie aufgepasst hätte. Du warst ja nicht da. Sie war in der Apotheke, um Medikamente für Marie zu besorgen. Naja, und wahrscheinlich hat sie noch einen kleinen Abstecher in der Boutique gemacht. Das ist ja wohl die Höhe. Jetzt hört auf, das bringt doch wohl nichts. Wir sollten uns lieber überlegen, wo Marie jetzt steckt. Ja, diese ganzen Rechtfertigungen kosten eh nur Zeit. Wenn Marie das Land verlassen will, dann würde sie doch ein Flugzeug nehmen. Wir sollten alle Flughäfen anrufen. Vielleicht steht sie auf irgendeiner Passagierliste. Gut, okay. Ich frage Marc, ob er uns bei der Suche helfen kann. Du machst mir nichts vor. Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Wenn Marie jetzt etwas passiert. Hey, warum hast du mich angerufen? Ich hätte dich doch abgeholt vom Flughafen. Ach Quatsch, das ist nur viel zu viel Fahrerei. Wie geht's denn dir? Oh, viel besser. Tja, dein Bruder ist ja auch Arzt. Oh, toll, dass du wieder da bist. Ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Du musst mir alles erzählen, ja? Wie geht's Christian? Super. Also seine Tour als DJ schlägt voll ein. Er ist die ganze Zeit auf Achse. Habt ihr euch trotzdem mal gesehen? Ja klar, es war nur ganz kurz, aber ist ja besser als gar nicht. Aha, und was in der kurzen Zeit passiert? Was du immer gleich denkst. Na komm, raus mit der Sprache. Also wenn du es genau wissen willst, gar nichts. Hm? Wir hatten immer nur eine halbe Stunde oder so in irgendeinem Café. Hm, verstehe. Konntest du denn mal shoppen? Klar. Und? Ich hab dir auch was mitgebracht. Echt? Was denn? Das habe ich schon im Flohmarkt in London. Da gibt's Klamotten so abgefahren. Ey, das ist super cool. Danke. Bitte. Hi, Lara. Hi. Was wird denn das? Putzaktion? Leider. Nur für dich? Nein, ich mache einen Scherz. Die machen Jonas altes Zimmer sauber. Und wieso ausgerechnet jetzt? Moment. Seifert? Ach, hallo, Franziska. Wie ein fremder Mann. Ach so, in seinem Zimmer. Ja, komisch. Nö, du, ich weiß nicht, wo Daniel sein könnte. Okay, tschüss. Was wollte sie denn? Das muss ich dir echt erzählen. Hier ist nämlich einiges passiert, als du weg warst. Ja, du mochtest das Restaurant doch immer ganz gern. Ich meine, wir könnten dort über alles reden. Ich weiß nicht. Entschuldigung? Ja? Weißt du vielleicht, wo Daniel ist? Na gut, ich muss los. Wir sprechen heute Abend weiter, ja? Bis später, ja? Sorry. Ich habe mich nur gewundert, dass jemand anders auf Daniels Zimmer wohnt. Das ist der neue Mieter. Daniel ist heute Morgen ausgezogen. Was? Wohin denn? Keine Ahnung. Ich kann ja mal Nina anrufen. Die weiß bestimmt die neue Adresse. Ach nee, ist schon okay. Ich war nur gerade in der Nähe und wollte fragen, wann die nächste Tennisstunde ist. Wenn du magst, komm doch wieder, wenn Daniel Schicht hat. Okay, vielen Dank nochmal. Kein Problem. Deshalb ist er nicht gekommen. Ja, schön, dass du dich nochmal gemeldet hast. Marie, er erfährt kein Sterbenswörtchen von mir. Ja. Ich werde mich um ihn kümmern. Tschüss. Darauf kannst du Gift nehmen, Schätzchen. Ich werde ihn hüten wie mein Augapfel. Soll ich jetzt eifersüchtig sein, oder was? Hm, vielleicht auf sein Bankkonto. Ja, das stimmt. Da hat er mir was voraus. Noch. Eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir Marie loswerden. Also an die Arbeit. Also wenn du keine Zeit mehr für mich hast, dann muss ich mich anderweitig amüsieren. Aha, ohne mich. Geht das? Ja. Mit einer Frau? Mit Jule. Simons Ex. Aha. Ist sie dein Typ? Ja, sie ist ganz niedlich, so als Zeitvertreib. Und wenn ich dabei noch Simon ärgern kann, warum nicht? Sag mal, was ist eigentlich los mit dir und deinem Bruder? Es macht mir Spaß, ihn zu reizen. Mhm. Und wieso? Weil er es verdient hat, verdammt. Mein Vater ist damals mit dieser Freundin abgehauen, weil die mit Simon schwanger war. Und ich durfte allein mit meiner Mutter in den ärmlichsten Verhältnissen in diesem österreichischen Kaff aufwachsen. Oh, hast eine richtig schwere Kindheit gehabt. Naja, egal. Das interessiert heute sowieso keinen mehr. Doch, mich schon. Ich merk's. Aber ich will dich auch nicht langweilen. Es tut mir leid, ich muss los. Sag mal, wenn dich das so nervt mit deinem Bruder, wieso machst du nicht was dagegen? Genau das habe ich auch vor. Und ich habe auch schon einen Plan. Aber ich bräuchte deine Hilfe. Für ein bisschen Spaß bin ich immer zu haben. Ja, das weiß ich. Hast du heute Abend schon was vor? Nee, noch nicht. Aber es sieht so aus, als hättest du was geplant. Lass dich überraschen. Hi. Oh, warte, ich helfe dir. Ah, danke. Daniel, ich erzähl's dir gleich weiter, ja? Hey, mein Lieber. Hi. Herzlich willkommen. Hey, werde ich nicht begrüßen? Doch, hallo. Cool, dass du wieder da bist. Ja, finde ich auch. Hi. Hi.
So, jetzt habe ich ja von allen die Zustimmung, wieder hier einzuziehen, ne? Hm. Muss nur noch Christian ja sagen. Ach, der hat sich gefälligst zu freuen. Doch, es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, über euer Angebot wieder hier einziehen zu dürfen. Naja, das hat man an der Reaktion gemerkt, als wir dir den Vorschlag gemacht haben. Ich musste eben erst mal nachdenken. Ist doch okay, wir freuen uns, dass du wieder hier bist. Danke. Und, geht's Franziska wieder besser? Oh, das wird schon wieder. Bist du sicher? Gestern sah es noch ein bisschen anders aus. Nee, das renkt sich alles wieder ein. Mach dir mal keine Sorgen. Mhm. So, jetzt gucken wir uns erstmal dein Zimmer an. Und seit Tagen schon am Schrubben. Ja, und ich hab dir dabei wahrscheinlich gar nicht geholfen, ne? Ich sehe schon, hier hat sich nichts geändert. Ey, kannst du mir jetzt bitte mal erklären, was mit Franziska los ist? Also, sie hat sich mit einer total miesen Masche an Daniel rangemacht. Und ich finde, das kann ich nicht so einfach durchgehen lassen. Du packst ja schon. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Aber ich glaube, du machst das einzig Richtige. Das glaube ich auch. Es fällt mir so schwer. Oh. Henning weiß ganz sicher nicht, dass ich noch hier bin. Hundertprozentig nicht. Aber er wird dich suchen. Vielleicht kommt er sogar her. Dann könnte ich noch einmal seine Stimme hören. Marie, das würde alles nur schlimmer machen. Ich weiß. Eben konnte ich auch nicht mit ihm reden. Was? Du hast ihn getroffen? Ich habe das Haus beobachtet, bevor ich mich reingeschlichen habe. Er kam gerade raus. Ich war wie gelähmt. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Klar. Kannst du das hier bitte Henning geben? Gern. Danke. Marie, lass den Kopf nicht hängen. Früher oder später werdet ihr akzeptieren, dass ihr Geschwister seid. Wie soll das denn gehen? Ich bestimmt nicht. Du wirst dich damit abfinden müssen. Ob ich es nun schaffe oder nicht, ich werde mein Leben von Grund auf ändern müssen. Ja, und ich werde dir dabei helfen. Das ist lieb, aber das muss ich allein schaffen. Soll ich dich zum Flughafen bringen? Nein. Du sollst nicht wissen, wohin ich fliege. Ich werde es Henning nicht sagen. Ich will dich da nicht mit reinziehen. Ist besser so. Ach Mensch, was soll ich denn ohne dich machen? Hey, jetzt sei doch nicht traurig. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich muss zu Ende packen. Ja. Kannst du mir noch etwas versprechen? Mhm. Pass gut auf Henning auf, ja? Das mache ich. Ich verspreche es dir. Hey, da bist du ja. Hallo. Ja, ich räume mal den Tisch da hinten ab. Du hast eben den Fruchtshake deines Lebens verpasst. Soll ich dir jetzt noch einen machen? Nee, danke. Was ist los? Bist du nervös? Nee, ich gucke nur, ob Simon hier ist. Der ist eben nach Hause gegangen. Warum? Ich will nicht, dass er uns zusammen sieht. Wieso das denn? Weil, naja, Simon hat mir vorhin klipp und klar gesagt, dass ich mich von dir fernhalten soll. Franziska, komm rein. Hi. Ich muss dir unbedingt was zeigen. Hier ist das nicht scharf von Lara. Ja, ganz nett. Wie ganz nett? Ist der Hammer. Hey, was ist los? Du bist doch sonst immer Feuer und Flamme, wenn es um Klamotten geht. Nichts. Komm, Franzi, erzähl's mir. Mann, das ist wegen Daniel. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Er wohnt nicht mehr in der Pension und versetzt hat er mich auch. Echt? Mann, dabei hatte ich alles so perfekt vorbereitet. Es wäre bestimmt total schön geworden. Ja, und vielleicht wären wir uns auch ein bisschen näher gekommen. Hat er gesagt, warum er nicht gekommen ist? Ich meine, hat er angerufen oder so? Nee. Er hat nur ausrichten lassen, dass er nicht kommt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und in der Kneipe? Na, er arbeitet doch da. Nee, da war er den ganzen Tag nicht. Tja, Daniel bringt sowas. Wie meinst du das? Ist ja ständig auf dem Sprung. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht in Südafrika mit seiner kleinen Tochter spielt. Wie? Du meinst echt? Nein. Ich sehe ihn bestimmt bei der nächsten Tennisstunde. Sei dir da mal nicht so sicher. Franziska, das ist ja eine Überraschung. Daniel, was machst du denn hier? Ich wohne jetzt hier.
Jule, schön, dass du da bist. Stimmt was nicht? Simon, du hast Lukas gesagt, dass er sich von mir fernhalten soll. Fernhalten? Jetzt spiel nicht das Unschuldslamm. Er hat's mir selbst erzählt. Das war ja klar, dass er dir das sofort auf die Nase bindet. Was hast du dir dabei gedacht? Jule, ich... Ich entscheide selbst, mit wem ich rede. Jetzt lass mich doch mal erklären. Nur zu. Also gut. Ich habe ihm gesagt, er soll dich in Ruhe lassen. Na also. Aber doch nur, weil ich dich vor ihm beschützen will. Das klingt so, als könnte ich nicht selbst auf mich aufpassen. Jule, ich will doch nur nicht, dass er dir wehtut. Jetzt denk doch nur mal dran, wie er sich Onkel Theos Geld unter den Nagel gerissen hat. Eure Familienangelegenheiten, die stehen nicht zur Debatte. Aber es zeigt doch nur, wie Lukas drauf ist. Simon, wir sind nicht mehr zusammen. Ich möchte, dass du dich aus meinem Privatleben raushältst. Okay. Es tut mir leid. Aber ich hab's wirklich nur gut gemeint. Du musst einfach akzeptieren, dass ich nach unserer Trennung mein eigenes Leben führe. Okay? Im Übrigen treffe ich mich gleich mit Lukas im Bistro. Ich hoffe, du hast kein Problem damit. Nein. Gut. Ich hatte es gehofft, weil deine Sachen noch da waren. Ich kann nicht hier bleiben. Das ist besser für dich. Für mich. Nein. Bitte nicht. Tut mir leid, dass ich nicht zu unserer Verabredung gekommen bin. Naja, du hast ja wenigstens abgesagt. Ja, es war der totale Stress. Kaum hatte ich mich dazu entschieden, wieder hier einzuziehen, musste ich auch schon das Zimmer in der Pension wieder freimachen. Für den neuen Mieter. Ich verstehe schon. Der fremde Mann in deinem Bett. Ja? Woher weißt du, dass das Zimmer in der Pension schon wieder vergeben ist? Ja, da sind die Zimmer ja nie lange frei. Ja, ich habe geraten, das ist ein Mann. Das kann natürlich auch eine Frau sein. Es ist dein Mann. Ist doch jetzt auch egal. Ja, sicher. Jedenfalls komme ich gerne ein andermal vorbei. Die Autos von deinem Vater würden mich wirklich interessieren. Wenn das Angebot also noch steht. Klar, ruf doch einfach an, wenn du mal wieder ein bisschen mehr Zeit hast. Verlass dich drauf. So, ich zieh mir jetzt lieber mal wieder was an. Also bis dann, ja? Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Du bist echt sowas von gemein. Wieso hast du mir nichts gesagt? Weil ich dich zappeln lassen wollte. Zur Strafe. Was habe ich denn gemacht? Na, was wohl? Du tust, als wärst du traurig wegen Henning und Marie. Und das nur, um dich an Daniel ranzumachen. Was soll ich denn tun? Irgendwie muss ich ja an ihn rankommen. Das geht auch anders. Ist jetzt eh egal. Jetzt weiß ich ja, wo Daniel zu finden ist. Am besten rufst du mich jedes Mal an, wenn er duschen geht. Und wenn er rauskommt, dann sitze ich schon auf dem Sofa. Guten Abend. Was darf's denn sein? Ein Rotwein, bitte. Hi, Simon. Hallo, Jule. Hallo, Jule. Na? Und danke schön. Bitte schön. Schönen guten Abend zusammen. Hallo. Hallo. Darf's schon was zu trinken sein? Tschüss. Was hältst du von einem Cocktail? Ja, gerne. Ich werde mal Simon nach den Spezialitäten fragen. Gute Idee.
Lukas, fängst aber keinen Streit an, okay? Keine Sorge, ich bestell bloß zwei Cocktails. Und ich bin auch ganz schnell wieder da. Ich mag nämlich keinen Stress haben. Hey, Simon. Ja? Ich brauche mal einen Tipp vom Experten. Experte für was? Cocktails. Mach mir mal einen Drink mit ein bisschen Alkohol. Du weißt, man kriegt dann die Frauen besser rum. Lass mich vorbei, Henning! Das ist die einzige Lösung. Ich muss hier weg! Nein. Du musst bei deiner Familie bleiben. Und dann? Ich gehe. Du bist ohnehin das Einzige, was mich hier hält. Unsinn. Du wirst hier gebraucht. Genau wie du. Marie, du kannst jetzt nicht alles hinschmeißen. Das führt doch zu nichts. Wir drehen uns im Kreis. Wir sind Geschwister. Vielleicht gibt es überhaupt keine Lösung für das Problem. Alles so klar. Und jetzt tauchst du auf. Und ich weiß nicht mehr weiter. Da bist du nicht die Einzige. Hey Simon, was ist denn? Hey, bist du schwer vom Begriff? Gib mir mal ein paar Tipps. Worauf steht sie? Stell einfach irgendwas und verschwinde, ja. Na, hör mal, ich bin ein Kunde wie jeder andere auch. Naja, was soll's. Ich krieg's auch ohne deine Hilfe ins Bett. Spinnst du? Was hab ich dir getan? Es reicht! Simon! Mistkerl. Sag mal, seid ihr verrückt geworden? Dieses Schwein hat gesagt, dass er dich abfüllen will, um dich ins Bett zu kriegen. Was? Du glaubst ihm doch bitte kein Wort. Der Typ ist völlig paranoid. Ich habe bloß zwei Cocktails bestellt. Von wegen? Von wegen? Du bist auf mich losgegangen, ohne Grund. Du hast es doch gesehen. Einer muss dir mal das Maul stopfen. Wirklich, Jule, er hat mich provoziert. Du glaubst ihm doch nicht etwa. Warum sollte sich Simon sowas ausdenken? Ja, es ist die Wahrheit. Jetzt weißt du endlich, warum ich dich immer vor ihm gewarnt habe. Entschuldigung. Also eigentlich geht's mich nichts an, aber Herr Roloff ist ein Kollege von mir. Na also, jetzt kommt die Bestätigung. Dann stimmt das, was Simon gesagt hat. Nein. Mein Kollege hat wirklich nichts anderes gemacht, als zwei Cocktails zu bestellen. Wie bitte? Ja, und plötzlich geht er hier völlig ohne Grund auf ihn los. Ich liebe dich.